Die Gewinner der Sommeraktion stehen fest und warten gespannt auf ihre Ballonfahrt. Zu gewinnen gab es eine Ballonexpedition über die größte Sandwüste der Welt sowie Ballonfahrten mit dem Wetter-Online-Heißluftballon inklusive Städtetrip. Wir sind bei der Firma Kubicek Balloons in der Stadt Brünn in Tschechien. Und hier wird der Wetter-Online-Heißluftballon produziert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen zu schauen, wie solch ein Heißluftballon hergestellt wird. Alles fängt an mit einer Idee, einem Entwurf und einem Design nach Kundenwunsch. Wir stehen jetzt in der Produktionshalle und wie man hier sehr gut an den Farben erkennen kann, hier ist der Wetter-Online-Heißluftballon. Irgendwo hier versteckt ist natürlich das Logo. Das sieht man jetzt nicht, weil der Ballon so zusammengefaltet ist. 920 Meter an Stoff werden hier verarbeitet und über 20 Kilometer Faden werden allein von dieser Näherin hier verarbeitet. Die gesamte Produktionszeit für so einen Heißluftballon beträgt etwa 10 bis 12 Wochen, angefangen vom Design über das Nähen bis zum Controlling und dem eigentlichen Test. Allein 5 bis 6 Wochen benötigt aber die Näherin, um die Stoffe für den Ballon zusammenzunähen. Hier werden die Stoffteile zugeschnitten an dieser Maschine vollautomatisch und davon werden 481 Teile benötigt für einen Heißluftballon und die Maschine braucht dazu 10 Stunden, um die Teile zuzuschneiden. Ein weiterer Schritt ist natürlich die Korbherstellung. Auch diese wird hier noch komplett von Hand gemacht. Aus welchem Material besteht so ein Korb? Bis jetzt ist es kein Plastik oder was, aber immer noch Naturalmaterial wie Rattan, Leder und Holz. Was ist der Vorteil von Rattan gegenüber Plastik? Das ist eine gute Frage. Ich meine, der große Unterschied ist die Tradition. Es sieht viel, viel besser aus als Rattan. So sieht ein Ballon dann gepackt aus und wiegt etwa 140 Kilogramm. Vielleicht reicht es ja noch in diesem Jahr für die erste Fahrt in Deutschland. Wir halten euch auf Wetter Online dann natürlich auf dem Laufenden. Ich bin Marco Kaschuba für Wetter Online.